In diesem Video publiziere ich ein P5-Projekt als Website. Ich tue dies mit GitHub Pages. Das ist eine Möglichkeit, bei GitHub aus einem Repo eine Website zu machen. Das geht nicht nur mit P5-Projekten, sondern mit jedem Ordner, der eine index.html-Datei enthält. Ganz zu Beginn habe ich einfach meinen P5-Ordner mit meinem Projekt und noch kein Git-Repo. Ich klicke auf Quellcode-Verwaltung und dann auf Veröffentlichung in GitHub. Das macht mir sowohl lokal ein Git-Repo aus dem Ordner und gleicht diesen auch gleich mit einem GitHub-Repo, also mit einer GitHub-Remote ab. Ich klicke auf Veröffentlichung in GitHub und wähle dann einen Namen. Das ist der Vorschlag von Visual Studio Code, das ist der Name des Ordners, den übernehme ich, könnte ich aber auch ändern. Und dann muss ich wählen Public Repository. Es soll ja im Netz veröffentlicht werden, nicht privat bleiben. Und dann kann ich sagen, welche Dateien mitkommen sollen. In diesem Fall sind das alle. Und dann OK. Und dann läuft die Maschine und schon steht hier, dass das erfolgreich auf GitHub veröffentlicht wurde. Und ich kann auf diesen violetten Button klicken, in GitHub öffnen und bin dann auf der Homepage meines GitHub Repo. Hier gibt es verschiedene Buttons im Zusammenhang mit diesem Repo und der letzte davon heißt Settings. Wenn das Fenster schmaler ist, dann wird er ausgeblendet und ist hinter diesen drei Punkten verborgen. Wenn du die anklickst, dann siehst du Settings. Dorthin möchte ich. Und da gibt es verschiedene Dinge, die ich im Zusammenhang mit meinem Repo ändern kann. Zum Beispiel könnte ich den Namen ändern oder ganz unten das Repo löschen. Was ich hier aber tun möchte, ist aus dem Repo eine Website machen und dazu klicke ich in diesem Menü auf der linken Seite auf den zweituntersten Knopf Pages. Und dort gibt es einen kurzen Text, den ich nicht besonders verständlich finde. Es gibt hier Links auf die Dokumentation, wo genauer erklärt wird, was alles möglich ist mit diesen Pages. Aber hier auf die Schnelle habe ich zwei Möglichkeiten. Ich könnte ein Theme wählen. Das nützt mir jetzt für diesen Zweck nichts, kann aber nützlich sein, wenn du einfach eine Textseite aus einem Markdown-Dokument generieren möchtest. Erkläre ich hier nicht. Sondern hier interessiert mich dieser Source-Button und dort geht es darum, dass ich sagen muss, aus welchem Zweig meines GitHub-Repo die Website generiert werden soll. Wenn ich das anklicke, sehe ich nur einen Zweig, der heißt Main. Wenn ich mehrere Zweige hätte, könnte ich sagen, es gibt Zweige, die dienen zur Bearbeitung und Weiterentwicklung meines Projekts und es gibt einen öffentlichen Zweig und nur der wird im Web publiziert. Du kannst auf Main klicken, wenn du hier nichts anderes hast und Save klicken. Und dann kriegst du diese Meldung, dass deine Website bereit ist. Ich klicke das mal an und mache es in einem neuen Fenster auf und sehe dann mein P5-Projekt. Es ist möglich, dass du das nicht sofort siehst, sondern dass eine 404-Meldung kommt, ein Fehler, dass der Server noch nicht bereit ist. Das ist nicht ungewöhnlich. Es kann oft einige Minuten dauern, bis GitHub bereit ist. Jetzt kann ich immer, wenn ich eine Änderung mache und das auf GitHub pushe, hier einen Reload machen und das wird automatisch abgeglichen.